Die Helios-Kliniken in Schwerin bauen ihre Intensivkapazitäten weiter aus. Vor der Notaufnahme entsteht derzeit ein Corona-Triage-Zentrum. Die Helios-Kliniken in Schwerin bereiten sich weiter auf einen Anstieg der Corona-Infektionen vor. Wir bauen ein vorgeschaltetes Aufnahmezentrum, ein Triagezentrum für die Notaufnahme, so dass wir sozusagen die sauberen Bereiche von den vielleicht Corona-verseuchten Bereichen ein bisschen trennen können, um auch im Haus sozusagen diese Trennung weiter vorführen zu können. Das baut eine niederländische Zeltfirma für uns. Das ist so ein festes Zelt, also so ein bisschen Messebausystem. Das sind 8 Kabinen, die dort gebaut werden in unserer Fahrzeughalle, wo normalerweise die Rettungsfahrzeuge stehen. Dr. Michael Sellbach ist der Chefarzt der Notaufnahme. Er und sein Team werden in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Nekrologie, Pneumologie, Kardiologie und der Inneren Medizin dieses Zentrum betreiben. Also am Eingang wird eine Triagekraft und ein erfahrener Facharzt die Ersteinschätzung vornehmen, ob sie überhaupt in das Raster fallen, ob sie die Vitalwerte nehmen, Temperatur, Blutdruck, Sättigung und anhand dieser Werte entscheiden, ob sie in das Zelt reinkommen und dort sozusagen separiert, isoliert weiter behandelt werden oder ob es möglich ist, dass sie in der regulären zentralen Notaufnahme behandelt werden. Wenn sie im Zelt behandelt werden müssen, weil der dringende Verdacht auf eine Infektion besteht, werden dort alle weiteren Maßnahmen vorgenommen. EKG, wir können auch mobil röntgen. Alle notwendigen Schritte werden dort vorgenommen. Wir sind auch so ausgestattet, dass wir an jedem der 8 Beatmungsplätze Intensivtherapie bereits betreiben können. Das Ziel der ganzen Sache ist speziell bei zeitnah viel eintreffenden Patienten gleichzeitig, dass der Abfluss auf die Intensivstation, wenn es da mal tatsächlich zu Engpässen kommen sollte, dass wir hier unten auch puffern können, um sozusagen alle Bereiche im Haus ressourcenoptimiert einsetzen zu können. Wir haben jetzt in diesem Moment 78 Beatmungsplätze, die zur Verfügung stehen würden. In dem Zelt, was wir jetzt gerade bauen, kommen nochmal 8 Beatmungsplätze hinzu und insgesamt können wir nochmal über 40 Plätze aufstocken, wenn es dann erforderlich wäre, sodass wir, glaube ich, für den Standort Schwerin gut gerüstet sind. Diese vorbereitenden Maßnahmen wären vergebens, hielten die Menschen sich nicht an den vorgegebenen Abstand und die Hygienevorschriften, betont Dellmann. Eins habe ich noch, was ich loswerden möchte, denn oft wird über organisatorische Dinge gesprochen und dauernd sind die Geschäftsführer jetzt zu sehen, aber die eigentlichen Helden sind unsere Ärzte, insbesondere die Internisten, die halt dafür sorgen, dass viele, viele Menschen gesund werden und das machen die ganz toll.